Diese hier wird deinen Tod genießen. Genug geredet. Beende es, damit ich meinen Vater wiedersehe. Du verdienst keinen Tod durch die Hand des Imperators. Diese Ehre wird meiner ersten Ministerin zuteil. Die Rebellion ist vorbei. Tja, danke dafür. Ich werde nie wieder was essen können. Mit eurer Erlaubnis kehren wir zurück. Bringen das Amulett an seinen Platz. Was zur Hölle tut ihr? Ich traue dem Erdenreich nicht, das Amulett zu beschützen. Es verbleibt bei mir. Die Verträge von Reiko verlangen, dass ihr... Die Verträge interessieren mich nicht mehr. Aber ihr könntet nützlich sein, wenn Raiden es holen will. Diese hier hat sie getäuscht. Das Amulett ist im Besitz Kotelkats. Kannst du es zurückholen? Niemandem sonst traut er den Transport zu. Dich all die Jahre in der Nähe des Throns der Außenwelt zu halten, war die richtige Entscheidung, Deborah. Sie hätten eine der ihren nie für eine Dienerin unseres Herrn gehalten. Diese hier lebt, um Shinnok zu dienen. Du hast dich bewährt. Jetzt bring es zu mir. Unverzüglich, Quan Chi. Meister, was gibt es aus der Außenwelt? Shinnok wird bald frei sein. Wir reiten zu meiner Festung. Gibt es ein Problem? Zwei Probleme. Deine Frau sagte, dass ich dich hier finde. Hattet ihr einen netten Plausch? Klar doch. Ist das ein National? So einen habe ich seit... Du bist nicht hier, um über Traktoren zu sprechen. Alles klar. Schluss mit den Höflichkeiten. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ich weiß. Ich habe keinerlei Recht... Du weißt, was ich wollte. Jackie kam freiwillig. Sie kam zu mir. Ich weiß. Hör zu. Ich weiß, warum du nie wolltest, dass sie den SE beitritt. Warum du dich zur Ruhe gesetzt hast. Ich meine, wenn ich damit leben müsste, einer von Quan Chis Schlägern gewesen zu sein, ich hätte mir schon vor langer Zeit die Kugel gegeben. Du kennst doch Vera. Sie würde das niemals erlauben. Für was brauchst du meine Hilfe? Die Außenweltflüchtlinge? Schlimmer. Shinnoks Amulett. Melina hat es. Verdammt. Und wir haben von Serena gehört, dass Quan Chi im Unterreich aufgetaucht ist. Nach 25 Jahren zeigt er sein Gesicht.
Gerade dann, wenn Shinnoks Amulett auftaucht. Das ist kein Zufall. Deshalb brauche ich dich. Deine Quan Chi-Expertise. Es wäre kein aktiver Dienst mehr. Du wärst reiner Beobachter. Cage. Jax. Was gibt's? Wollt nur sehen, habe ich nicht. Mich überzeugen könntest? Ja, das lief ja schon beim letzten Mal prächtig. Den Versuch war's wohl wert. Wir brauchen dich, Jax. Hilf mir, Quan Chi zu fangen. Niemand von uns ist sicher, wenn er das Amulett kriegt. Welche Rolle spielt Jackie dabei? Außenwelt. Bei Cassies Team, das das Amulett zurückholt. Sie schafft das. Wir warten eigentlich nur noch auf das Auftrag abgeschlossen. Was denkt ihr, Leute? Werden sie uns töten? Dann hätten sie es schon getan. Außer Kotal Kahn plant, uns als Gäste ins Kolosseum einzuladen. Wenn die uns nicht töten, dann meine Mutter. Mich zumindest. Schwer, die Generalstochter zu sein? Du hast keine Ahnung. Ich schon. Mein Ur, was auch immer, Vater, hat Shang Tsung besiegt. Das Erdenreich gerettet. Was meinst du, wie oft das auf Familientreffen erwähnt wird? Das ist 600 Jahre her. Und doch könnte es gestern gewesen sein. Gar kein Druck. Ich habe mein ganzes Leben trainiert. Kann mich aus fast allem rauskämpfen. Fühl mich aber wie ein Cage zweiter Klasse. Zumindest hat überhaupt jemand was von dir erwartet. Ich dachte, du und dein Dad steht euch nah. Jetzt. Ich hatte ihn ewig gar nicht gesehen. Das kenne ich. Wie war das so? Ein Ex-Wiedergänger als Vater. Jen. Nein, ich frag nur. War bestimmt nicht leicht. Er war ein wenig überfürsorglich. Als ich den SE beitrat, wollte Mr. Cage der sein, der es meinem Dad sagt. Er dachte, das wird's einfacher machen. Den Tag werde ich nie vergessen. Mein Dad kam mit gebrochenem Kiefer heim. Okay, ich mach das. Was machst du genau? Vertraut mir. Weg von den Gittern. Wie hast du das gemacht? Hab seine Sinne überladen. Klappt nur auf kurze Entfernung. Der Sohn eines Telepathen zu sein, hat Vorteile. Hab ich früher anders gesehen. Gib auf! Gut gemacht.
Du bist jetzt Chojin. Welch Ehre, Meister Asashi. Jetzt, wo ich Chojin bin, wie soll ich dem Clan dienen? Deine Zukunft liegt nicht bei den Shirai Ryu. Aber der Clan ist meine Familie. Als ich dich aufnahm, versprach ich deinem Vater... Ich habe keinen Vater. Doch, das hast du. Einen, der stolz auf dich ist. Ein Chojin in Rekordzeit. Ihr wusstet, dass er kommt? Und habt nichts gesagt? Ich wusste, dass du so reagieren würdest, ja. Takeda, dein Vater ist nicht dein Feind. 10 Jahre. Keine Besuche, nichts. Du hast mich verlassen. Ich habe dich nicht verlassen. Ich war 8. Meine Mutter war gerade gestorben. Jetzt kommst du zurück? Glaubst du, kannst die Rolle füllen als stolzer Vater? Sohn, ich... Zur Hölle mit dir! Ich bin nicht dein Sohn. Oh, endlich mal geht's ja los. Nach keine Ahnung wie lange. So, jetzt muss ich... Leute, was war das für ein Viech da hinten? Meinen Vater killen. Beziehungsweise eine Lektion erteilen. Alter, jetzt komm. Ja, zack. In your face. Oh, nice. Wichtig, dass ich ausgewichen bin. Zack, Alter, nice. Oh, come on. Block doch jetzt nicht alles. Alter. Das nervt langsam. Sein komischer Freund nervt da langsam, ey. Er kann nix, aber hier ist sein Freund. Der macht irgendwie gerade alles. Oh, lol. Hier, kurz euch an. Oh, Alter. Gerade noch so. Steh auf. Ich werde dich niederschlagen.